sein, ich war noch gar nicht tot. Jetzt kein Schockkern. Ja, zwei Ritter. Danke. Kannst du vergessen. Ah ja, wir können ja auch noch rutschen. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Alter, was ist denn mit denen los? Hier gibt es keine Schockkerne, Leute. Wisst ihr was? Wir gehen mal raus aus dem Gebiet und gucken mal da hinten. Weil rein prinzipiell sollte es ja egal sein, wo man die holt. Hilft uns einer auf jeden Fall mal. Jetzt sind wir wieder hier. Nein! So ein Scheiß. Alter, ist das so heftig hier. Ich würde raus aus diesem Gebiet gerne mal. Ja, stimmt, da sind wir langst. Schießen die eigentlich auf sich gegenseitig hier oder was? Was ist da mit denen los? Weiter. Hier war es, glaube ich, raus aus dem Gebiet, gell? Oh! Falscher Knopf gedrückt. Ja, hier sind wir hergekommen. Dann müsste es hier auch raus aus dem Gebiet gehen. Da gucken wir mal, ob wir hier erfolgreicher sind mit Energiekernen. Weil hier war es ein bisschen einfacher. Ja, geht auch. Da. Wo ist denn der Unsichtbare? Da hinten läuft er. Das hier ist definitiv besser. Boah. Oh, Granate. Yeah. Noch eine Granate. Hier ist auch schon der Teufel los. Lieber Mann. Geil, wie es hier abgeht, ja eigentlich schon. Nur hier kann man auch was machen. Ne? Da kriegen wir die Gegner wenigstens mal auch auf eine gewisse Weise kaputt. So, Mission haben wir gepackt. Okay, und jetzt? Haben wir hier in der Nähe noch eine Mission? Dort hinten in 100 Metern und hier? 32 Meter? Ah, dann machen wir doch die. Ist ja egal. Hauptsache, wir machen jetzt einfach nur die 6 Missionen voll. Wie viel brauchen wir noch? Noch 2, oder? Ne, eine sogar. Gut. Machen wir die noch schnell. Dann hören wir nämlich auch auf. Und das nächste Mal beginnen wir dann wahrscheinlich wieder in aller Ruhe mit dem Turm. Ein mächtiger, gefallener Servitor greift auf unsere alten Netzwerke zu. Aha. Servitor. Das sind diese schwarze Löcher da, diese fliegenden. Ja.
Hier muss der dann ja irgendwo sein. Ah, dann müssen wir hier runter. In das Loch, wo ich eben nicht reingehen wollte. Da hinten ist er. Von wegen alles Level 1, aha. Hab ich ihn. Ich hab. Ja. Jetzt haben wir unsere 6 Patrouillentouren. Und damit. Auch die. Alle Aufträge, die wir haben. Beutezüge. Ist aber cool hier mit den ganzen Sidequests und so. Gucken, ob da noch was drin ist, wo der bewacht hat. Und dann fliegen wir zurück zum Orbit. Aber das hier ist doch irgendwo das Anfangsgebiet, oder? Mich nicht alles täuscht. Okay, wir gehen zum Orbit. Genug für heute. Hab sowieso länger aufgenommen, als ich eigentlich wollte. Aber das schadet ja nicht. Das ist ja auch cool. Da haben wir doch noch 2 Folgen mehr sogar. Eigentlich fast. Nee, doch nicht. Nur eine. Es sei denn, ich gehe jetzt gerade noch in den Turm und nehme dann heute kein Minecraft einfach mehr auf. Das kann ich auch machen. Dann gehen wir einfach noch in den Turm. Dann... Ja, da werden wir wohl noch so viel Zeit verbringen, dass es doch 2 Aufnahmen werden. Also insgesamt 6 Aufnahmen. Dann nehme ich morgen Minecraft auf, wenn ich Zeit dazu finde. Auf zum Turm. Mal gucken, was da so geht. Doch ein bisschen Zeug gefunden. Und erledigt und gemacht. Und ja, da geht ja unser Vorhutrang. Ist ja jetzt ein bisschen hochgegangen. Und wenn es jedes Mal hier... Das weiß ich, wie wir... Oder nein, ich weiß nicht, ob der Rang hochgegangen ist. Wir haben nur Vorhutmarken. Alter, der Turm, der lädt immer ewig. Aha. Jedoch. Ja, 4 grüne Punkte sehe ich schon mal. Schmelztiegel-Einladung. Schaxa, ein heldenhafter Schmelztiegelkämpfer, wünscht deine Anwesenheit im Turm. Ah, das ist das... Der andere Rang, wo es da gab. Nach dem Vorhutenmarken gab es auch die Schmelztiegelmarken. Waffenmeister, den sprechen wir mal an. Gucken, was der so will. Du bist hier genau richtig. Wähle eine Prämie, Missionsprämie. Was du bei der Anlage getan hast, könnte unsere Zukunft verändern. Ah, das ist das, was wir, weil wir es geschafft haben, da kriegen wir dann doch die schwere Waffen. Boah, dicken Raketenwerfer. Dicken Raketenwerfer. Für die alte Aufzeichnungen. Oder Chester SA Raketenwerfer. 75er Magazin. Achso, Maschinengewehr. Ich wollte gerade sagen. Ja, das wäre auch mal was Geiles hier mit einem 75er Magazin. Das gefällt mir.
Diese Waffe verursacht Kinetikschaden. Ah, halt Y gedrückt, um diese Waffe im Spiel auszurüsten. Ah, das geht auch. Ah, cool, das wusste ich gar nicht. Also das hört sich ja schon mal ganz gut an. Der hat also eine zusätzliche Dings. Und das hier. Auch Kinetikschaden. Haben die Raketenwerfer auch irgendwas zusätzlich? Ja, hier das Kinetikschaden. Also okay, dann holen wir uns auf jeden Fall, holen wir uns das MG. Raketenwerfer habe ich in Resident Evil schon im Unendlichen. So, was haben wir hier? Munitionssynthese. Aha. Automatikgewehr. Scharfschützengewehr. Schrotflinse, ja. Was haben wir hier? Scharfschützengewehr, ungewöhnlich. Eine verbesserte langläufige Scharfschützenwaffe wird oft mit ungewöhnlichen Bordsystemen geliefert. Was hatten die so? Alter. Was ist denn hier los? Kurzblick. Kurzstreckenzielfernrohr. Schnell zu zielen, gute Reichweite. Diese Waffe verursacht leere Schaden. Das letzte Geschoss jedes Magazin verursacht Bonus-Präzisionsschaden. Ah, das kann man sich irgendwie dabei kaufen, oder was hier? Erhöht die Angriffskraft, sodass die Waffe mehr Schaden verursachen kann. Großdistanzzielfernrohr. Aha, man kann die sich also auch selber zusammenstellen, dann die Waffen anscheinend hier noch. Das ist ja mal cool, ey. Und das hier, das gefällt mir. Eigentlich können wir es uns mal kaufen. Wir haben ja sonst noch nichts ausgegeben. Und was das mit dem Umhang? Lass dir bis zum nächsten Mal nicht so viel Zeit. Lass dir beim nächsten Mal nicht so viel Zeit. Alter, ich lass mir so viel Zeit, wie ich will. So, kann ich das jetzt immer noch, kann ich das jetzt verbessern? Ne, wie geht denn das? Wieso kann ich das jetzt nicht verbessern? Muss ich dabei einen Typen gehen oder was, um das zu verbessern? Keine Ahnung. Kann ich das jetzt bei dem verbessern oder wie? Nicht einen Moment zu früh. Nee. Ja, vielleicht braucht man da auch irgendwas. Oder es ist schon, weil es das schon ein Upgrade hat, dass es nicht mehr haben kann. Ich weiß es nicht. Weiß es momentan nicht so genau. Wir gehen jetzt einfach mal weiter zum Schmelztiegel. Beziehungsweise zum Beutezugtypi hier noch. Beute abgeben. Ja, da haben wir ja schon ein bisschen was bekommen. So, hier gibt es auch noch mal verdiene 9000 Erfahrung ohne zu sterben. Hoho. Eliminiere 10 gefallenen Majors oder Ultras. Wow. So, hier fehlt der Schmelz. Ne, hier können wir auch holen. Es ist kein Platz für Furcht. Verdiene 3 Erstschlagmedaillen. Gewinne 3 Schmelztiegel-Matches. Und besiege 50 Schüler durch Helmtreffer. Holen wir uns alles mal einfach mit. Währung, mit der du legendäre Waffen und Rüstungen im Turm kaufen kannst. Habe ich aber gar keine. Warum nicht? Hat mich das jetzt gekostet oder was? Nee, kann ich. Upgrade. Ah, jetzt können wir es upgraden. Ah, wir haben jetzt ein Upgrade für die Waffe, oder was? Und da können wir hier zum Beispiel letzte Runde machen oder verbesserter Schaden. Ach, mehr Schaden auf jeden Fall. Ah, jetzt können wir das nicht mehr machen, oder wie? Doch. Und hier können wir tauschen. Schwere Optik für präzises Scharfschützengewehr. Nee. Haben wir unsere Waffe jetzt mal so verbessert? Das gefällt mir. Achso, ich bin Level Up. Deswegen vielleicht. Was haben wir hier? Jetzt haben wir so dieses große Gebiet. Große Gebietsgranate. Ah, die können wir jetzt auch tauschen. Sinneswandel. Haben wir jetzt. Ändere eine Entscheidung, die du im Upgrade-Raster getroffen hast. Ah, okay.
Oberbombe. Erschaffe einen Vortex, der darin gefangenen Feinde durchgehend Schaden zufügt. Aha, da können wir. Ja, das ist da gibt es ja doch ein paar Optionen, die ich so gar nicht mit einberechnet habe. Oder noch nicht so wahrgenommen habe. So, wo steht jetzt unser Zeug eigentlich? Wie viel Glimmer und. Ja, wir haben keine Vorhutmagen. Das war dann also nur Vorhutruf, den wir hier bekommen, ne? Ja, stimmt. Und wo kriegt man Vorhutmarken her? Köhnblorn. So, dann gehen wir noch da unten zum Schmelztiegel-Männchen und. Ja, da haben wir doch tatsächlich die Folge noch voll bekommen. Ohne Zeit herauszögern zu wollen oder so. Weil das mache ich nicht, ich höre einfach auf, wenn ich aufhöre, ne? Schließe ich den Reihen von Hütern an, die im rechtmäßigen Kampf gegen ihresgleichen verbessern. Ah, das ist doch, glaube ich, PvP dann, oder was, ne? Boah, guck mal hier, Alter, das ist so geil. Bis später. Wo kann man unseren Ruf einsehen? Geht das irgendwo? Hier vielleicht, ne? Übersicht. Details. Ne. Kinnblan. Keine Ahnung. Ich würde gerne wissen, was für einen Ruf wir haben oder so. Sehe ich das auf Back vielleicht? Auch nicht. Keine Ahnung. Dann würde ich mich bedanken fürs Zuschauen und sage, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder um unser Schicksal geht, bei Destiny mit eurem SpookyVF. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.